Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 2. Beim letzten Mal sind wir hier in Vergen eingefallen. Hol dich der! Geralt? Ich dachte schon, es wären Hänselt und seine Brut, die durch den Tunnel gekommen sind. Sie haben es versucht. Am Hexer kommt eben keiner vorbei. Schön, dich zu sehen. Wo ist Rittersporn? Unterwegs Richtung Westen, nach Ochsenfurt. Mit wem hat er sich denn diesmal versaut? Mit Hänselt. Hänselt kriegt auch den Hintern versohlt. Rittersporn hätte ruhig bleiben können. Sollte. Vergen wird fallen. Verschwinde, solange du noch kannst. Das ist nicht Zwergenart, seine Leute im Stich zu lassen. Bleib mir bloß am Leben. Du aber auch, altes Rindvieh. Was machst du eigentlich hier? Ich habe noch eine offene Rechnung mit Hänselt. Diesen Fatzke? Der hat keine mit ihm. Befehligt er die Armee persönlich? Was anderes käme für ihn nicht in Frage. Wir suchen Sheila de Tankerville. Wir vermuten, dass sie in Vergen ist. Ich konnte einen Blick auf ihren noblen Arsch erhaschen, aber nur kurz. Sie sitzt dauernd in der Hütte dieser anderen Zauberin. Wie heißt sie gleich? Philippa Eilhardt. Exakt. Wer weiß, vielleicht tragen sie es ja miteinander. Wie ich höre, ist Philippa... Wo finde ich sie? Im nördlichsten Haus. Am besten geht ihr über die Hängebrücke. Danke. Ach ja, das Schlitzohr hat einen Geheimgang bis hinter die Stadtmauer. Danke. Und noch was. Jorvet ist eingekesselt. Kämpft mit einer Handvoll Eichhörnchen im Kastell. Hilf ihm. Warum sollte ich Jorvet helfen? Ist hier irgendjemand von euch Händler? Ich hab gutes Werkzeug für euch. Da ist die Brücke, komm. Mist. Verkackt. Zigrin, hampel nicht, schieß. Lebst du noch? Nö. Außenrum. Wir sehen uns bei Philippa. Ich hoffe, ihn fallen bald. Lauf zu Philippas Quartier oder eile Jorvet zur Hilfe. Scheiße, wo ist denn Philippas Quartier? Also ich will zu Philippa. Ich habe nicht vor, Jorvet zu helfen. Jorvet ist ein Terrorist. Jorvet ist arrogant. Im Namen König Hänselt. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Au. Für den König. Für Kevin. Für Gondor. Lol, ich bin ja fast tot. Die verfolgen mich, das ist nicht gut. Ui, nett. Das ist jetzt ausgeglichen. Gut, erstmal Alchemie. Apple war ein krasses Zeug, ne? So, was nehme ich? Apple ist Vitalität im Kampf plus 2, generell plus 3. Schwalbe ist beides plus 1. Ja. Ich nehme einen Erpel zu mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte ihn gebrauchen. So, und hier oben haben wir einen Golem.
Eieiei. Kann ich dich eigentlich auch mit Adrenalin hinrichten? Ja. Sehr gut. Guckt euch mal meine Lebensleiste an. Ja, tschüss, Sheila. Wir sehen uns in Lockmuir. Ihr kommt zu spät, Majestät. Wo sind Sie hin? Keine Ahnung. Sag es mir oder du bereust es. Lächerlich. Ihr lasst mich doch ohnehin nicht lebend hier raus. Der Hexer ist jetzt auch Hellseher. Tötet ihn. Für den König! Für Ketten! Komm schon. Jawoll. Ach so, die Chance auf Instant Kill, stimmt, die habe ich ja auch noch. Komm mal ein bisschen Kartätsche. Au, au, au. Stiefelkreis. So. Wir gleichen es mal ein bisschen aus. Habe ich gerade Hänselt getötet? Ja, nicht schlecht gekämpft. Endlich ein würdiger Gegner. Du hast die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Die Stadt ist in meiner Hand. Und ihr in der meinen. Für das Wohl Temeriens macht Vernon Roche vor gar nichts Halt. Wenn es sein muss, wird er zum Mörder und verlangt dies auch von anderen. Bernard Loredo hat nur Hass und Leid über die Welt gebracht. Ich schloss mich Roche und seinen Leuten an. Und wieder musste ich mich entscheiden. Den Kommandanten einer Faktorei zu töten, ist etwas anderes als einen König. Selbst wenn sie beide Mörder und Vergewaltiger sind. Vernon Roche, der temerische Gockel mit den blauen Streifen. Was hast du denn mit mir vor? Das wisst ihr ganz genau. Du tötest mich nicht. Das wagst du nicht. Weil ich der König von Kaedwen bin. Und bald auch der von Oberedirn. Der Norden braucht mich. Ich habe gesiegt. Scheiß hast du. Wisst ihr, weshalb ich es so eilig hatte mit der Schlacht? Na? Ich musste es vor Lokmuin schaffen. Er will nur Zeit schinden. Machen wir ihn den Gar aus. Warte. Raus mit der Sprache, König. Was passiert in Lokmuin? Eine neue Weltordnung wird errichtet. Neue Grenzen. Es ändert sich alles. Sämtliche Herrscher des Nordens werden zugegen sein.
alle Könige und Fürsten. Kennt ihr die alte Redensart? Wer das Ponta-Tal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Sind auch Zauberer geladen? Deren Idee war das Ganze doch. Sie wollen die Bruderschaft und die Loge neu beleben. Sie wollen ihre alten Rechte und Privilegien zurück. Einen Platz in der Gesellschaft. Was für ein Quatsch. Ich habe sie alle überlistet. Ich werde derjenige sein, der hier die Verträge diktiert. Ich werde ihnen zeigen, wo ihr Platz ist. Ihr habt meine Leute töten lassen. Natürlich habe ich sie töten lassen. Was macht ihr denn in Temerien mit Spionen? Zeichnet ihr sie aus? Keiner der Gehängten hatte etwas mit dem Komplott zu tun. Nur ich. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Eure Niedertracht ist nicht zu überbieten. Was meinst du damit? Dass Kettwin dank mir größer ist als je zuvor? Du Trottel! Ich bin der letzte Herrscher des Nordens, den Nilfgaard noch respektieren muss. Und auch wird. Hexer, bring ihn zur Vernunft. Mord und Vergewaltigung gehören also zu den Königstugenden der neuen Ordnung? Jedes Weibsbild träumt davon, dass es mal von einem König bestiegen wird. Und Wes? Hat sie sich beschwert? Ich dachte, es hätte ihr gefallen. Jedenfalls hat sie gequietscht wie ein ungeöltes Scharnier. Ich lasse euch allein. Ungeöltes Scharnier. Wie witzig. Das wagt ihr nicht. Genug von dem Geschwätz. Es ist Zeit, jemanden zu töten. Ich bin Henselt von Arkarei, letzter vom Stamm des Einhorns. Ich bettle nicht um Gnade. Sieh mir in die Augen. Na los! Räch dich schon! Die Maus beißt den Löwen. Nichts anderes hat er verdient. Henselt? Nur wir wissen, was passiert ist. Naja, und Henselt. Wir sollten es schnell vergessen. Ich streiche es aus meinem Gedächtnis. Sheela hat sich nach Loch Muin teleportiert. Wo Sheela, da auch Leto. Die Mörder verhandeln über den Frieden. Wir müssen dorthin. Sheela de Tankerville. Ich hatte doch gleich geahnt, dass ihr kaltes Antlitz eine Ungeheuerlichkeit verbarg. Ohne Rat und Kammer waren die Magier zwar ohne Führung, aber gleich ein Königsmord? Warum? Und wozu? Offenbar waren die Antworten in Loch Muin zu finden, jener uralten Stadt in den Bergen, Relikt der prähistorischen Zivilisation der Vrans, die vor langer Zeit lebten. Weshalb, Meister Rittersporn, gingst du nicht mit nach Loch Muin? So höre ich fragen. Zu Recht. Euer ergebener Diener und Chronist musste aus dem Pontatal fliehen, da er sein heldenhaftes Aufbegehren gegen König Henselt sonst mit dem Leben hätte bezahlen müssen. An der Kunst selbst hätte ich mich versündigt, wenn ich mich hätte töten lassen. Wer würde über diese denkwürdigen Ereignisse berichten, wenn nicht ich? Ob meiner tief empfundenen Verantwortung für den Norden, sandte ich meinen treuen Freund Geralt von Riva nach Loch Muin. Erwähnte ich, dass Geralt Politik verabscheut? Dies war die Gelegenheit, seiner Abscheu angemessenen Ausdruck zu verleihen. War der Gesandte Radovitz da? Jawohl. Was hat er gesagt? Temerien nicht zu halten. Das Reich wird geteilt. Adel zerstritten. Kommandant Natalis verliert den Boden. Der gute alte Natalis kriegt einen Arschtritt. Das war klar.
Sie hätten sich fast geeinigt, aber ohne Volltests Tochter geht das nicht. So ist es. Sind die Quartiere bereit? Da gibt es ein kleines Problem. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Da ist ja keine Tür. Da können wir sie nicht einsperren. Das ist mir klar, du Gimpel. Aus dem Weg. Onkel Detmold wird jetzt die kleine Hütte verzaubern. Versa Animo. Der Widerling Nathalis kriegt dich nicht. Sauber machen hier, das ist Lokmoin, kein Schweinekoben. Red keinen Quatsch, Geralt. Marschall Raupeneck war zwar ein Drecksack, aber es waren auch dreckige Zeiten. Er hat sämtliche Elfen in Lokmuin umbringen lassen. Und seitdem tragen Jorvet und seine Spießgesellen diese Sache vor sich her. Aber im Krieg fällt man auch solche Entscheidungen. Leider. Raupeneck hatte sicher furchtbar an seinem Gewissen zu tragen. Papalapap. Ich sage doch, er war ein Drecksack. Nimmst du die Enseide in Schutz? Die haben auch Blut an den Händen. Die Fraans waren fort, wir retteten die Quelle der Macht und bewahrten die ehrwürdige Stadt. Elfengewäsch. In der Nähe hat man ein paar Höhlen voller Echsengerippe gefunden. Mit Schwertspuren. Ach, glaub doch, was du willst. Mich interessieren nur die heutigen Stadtbewohner. Warum habe ich das Gefühl, dass du Mist baust, sobald wir ankommen? Ich finde ein Mittel gegen mein Leiden, wenn wir ankommen. Detmold war nur ein Bauer auf Hensels Schachbrett. Ein ruchloser Mörder war er. Henselt war ein König. Und ich habe ihn umgebracht. Das hat er mir bis zuletzt nicht zugetraut. Genauso wenig wie ich. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich weiß nicht, ob ich diese Bilder je vergessen kann. Reden will ich darüber nicht auch noch. Rache an Detmold ändert gar nichts. Oh doch. Die Geister meiner Männer werden es zu schätzen wissen. Die blauen Streifen waren keine gewöhnliche Einheit. Ich habe die Männer persönlich ausgesucht und unterwiesen. Natürlich gab es gute und schlechte Tage. Sie hatten nicht einmal die Chance, kämpfend zu sterben. Du hast auch deinen König. König Hensels Schwert. Ui. ups. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Das ist blöd, dass der Dialog unterbrochen wurde. Ich vergesse es nicht. Sollte ich Leto und Sheila in Lokmuin finden, werden sie es nicht lebend verlassen. Warum Sheila? Achso, war ja gut, weil Sheila, glaube ich, an Volltests Tod auch beteiligt war. Ja, gut. Das geht hier nicht. Jetzt geht's hier. Denn ich habe zwei Talente zum Ausgeben. Zeichenintensität, Energie. Hui. Igni wird verbessert. Sehr gut. Haben wir's? Ja. Ach, mein Adrenalin nimmt auch ab. Hä? Wieso ist denn das gerade instant abgefallen? Das war ja komisch. Mann. Oh, was ich gerade aber sehe,
Nicht nur mein Adrenalin ist alle, sondern auch die Zeit für die heutige Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.